Name ist Heiner Köhn. Ich arbeite bei TAI, das ist ein internationales Gewerkschafternetzwerk und wir unterstützen den Internationalismus von der Basis her im Bereich Arbeit. Das ist ein Netzwerk, was im Norden und globalen Süden aktiv ist, in Lateinamerika, Afrika, Asien und Europa. Ich war sehr dankbar über die Fragestellung, weil es, also wie verstehen wir das Verhältnis zwischen sozialer Bewegung, gewerkschaftlichen Initiativen, Partei, weil das in unserem eigenen Netzwerk eigentlich seit 1,5 Jahren eine ziemliche Rolle spielt in der eigenen Diskussion. Weil die gegenwärtige Krise erleben wir auch eine Krise als unserer eigenen Praxis. Und jetzt als Gewerkschafter kann ich sagen, in diesen Auseinandersetzungen um prekäre Arbeit, um schlanke Produktion, um Globalisierung und so weiter, steht eigentlich, glaube ich, zur Debatte überhaupt unsere Vorstellung, wie wir gewerkschaftlich arbeiten, dass da sehr viel verändert werden müssen, dass es politischer wird, dass wir andere Themen aufgreifen müssen, Stichwort Stadt, dass das eine andere, nicht Bündnisse, aber eine andere Form von Zusammenarbeit mit anderen Bewegungen. So, deswegen finde ich die Fragestellung super spannend und bin sehr dankbar der Stiftung, dass sie dazu eingeladen hat. Als Ergebnis hätte ich mir natürlich noch einen intensiveren Austausch darüber gewünscht. Ja, und von daher habe ich eher jetzt so ein Gefühl, da würde ich jetzt gern weitermachen. Und vielleicht kann man als Idee fürs nächste Mal mitnehmen, mehr Arbeitszusammenhänge hier hinzubringen. Zum Beispiel, wir haben mehrere Initiativen, wo wir Antifas, wo Blockupy, wo betriebliche Initiativen zusammenarbeiten. Und wenn man das vorbereitet hierher kommt mit den Gruppen, dass die das Gefühl haben, das ist jetzt unsere Sache, da wird das diskutiert, denn glaube ich, würden sowohl mehr kommen, dann hat man nicht nur Intellektuelle, sondern hätte man vielleicht auch betriebliche Kollegen. Und dann könnte man wesentlich mehr, glaube ich, noch intensiver oder konkreter an solchen Sachen arbeiten. Das heißt, der Vorschlag oder die Idee, quasi nicht nur so ein Event zu machen, sondern schon die Vorbereitung mit einzubeziehen und die Gruppen mit einzubeziehen, überlegen, wie kann man so Arbeitszusammenhänge an solchen Themen mit einbeziehen. Das wäre jetzt mein Schluss daraus, weil die Fragestellung ist super brisant, super wichtig und für uns essentiell.